Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu unserem Police Simulator. Wir sind wieder am Start und machen heute die nächste Schicht. Wir brauchen insgesamt ja 10 Sterne, um die Stadt abzuarbeiten. Wir gucken uns, wo wir mal wieder hinmarschieren. Wir fahren mal wieder nach Beaufort Landing, würde ich sagen. Fußstreife, Abend, 15 Minuten. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wie gesagt. Und wir gucken heute mal, was uns so erwartet. Na, ich war am Überlegen, ob ich heute vielleicht die Folge wieder ausfallen lasse, aber ja, es ist halt momentan einfach zeitlich ein bisschen schwierig, immer wieder so viel aufzunehmen und alles und dran, wenn man die Zeit da ist, klar. Und da ich momentan extrem Assassin's Creed feier, ist es halt nun mal so. Gut, wir gucken heute, wir dürfen wieder ein bisschen Raser melden mit der Radarpistole. Okay. Es gab in letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. Das machen wir doch glatte. Ich denke mal, hier wird es vielleicht Sinn machen, weil hier ist keine Ampel in der Nähe. Würde ich sagen. So. Hier ist 35 erlaubt. Das heißt, wir müssen hier gucken, dass wir ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten. Ist okay. 35. Ja, haltet euch schön an die Geschwindigkeit. Vielleicht haben wir auch wieder eine Möglichkeit, einen Unfall. Moment, da ist wieder irgendwas, was nicht passt, so von meinen Augen her. Hier ist wieder ein Vollsparker unterwegs. So, Strafe wegen Falschparken, Position und Ausrichtung zu weit auf dem Bürgersteig. Parkuhr wäre okay. Moin. Schon zu weit weg. Oh, ich stehe. Welche Person hat gerade mit mir geworfen? Ja, zu schnell war ich jetzt nicht um reagieren. Glück gehabt! Ich gucke jetzt hier mal ein bisschen. Da steht ja wieder einer auf dem Bürgersteig. Sehe ich das richtig? Jo. Ein bisschen sehr nah an der Parkuhr, ja, aber dies wäre okay. Krieg das mal ein Park. Ein Knüllerchen wegen dem. Ja, wie gesagt, es ist. Warte mal, falsch parken. Abgelaufenes Kennzeichen, kriegst du noch einen hinterher? So, Moment. Wenn ich jetzt Glück habe, kriege ich den noch. Die noch. Hallo? Warte, möchtest du dich? Was ist das? Okay. Geh mal wieder darüber. Dich habe ich gerade gehört. Stopp. Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Bitte sehr, Officer. Alles gut. Und schauen wir, was haben wir denn hier? 3.8.24. Guido Michel Guido oder so. Ja, wie auch immer. So, du kriegst auf jeden Fall Verschussbestrafung wegen der Umweltverschmutzung. Sie werden mit einem Bußgeld von $25 wegen Umweltverschmutzung belegt. Wirklich? Das ist viel Geld! Tja, selber schuld. So. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. So, den lassen wir jetzt mal so weit in Ruhe. War eigentlich immer dafür da, ja, um Raser zu bestrafen, würde ich sagen. Aber wenn ich ehrlich bin, der hier
Der darf doch mit Sicherheit dort nicht parken. Den lassen wir auch mal abschleppen. So, Strafe wegen Falschparken, Position und Ausrichtung auf dem Bürgersteig. Das kriegt er. Sein Auto ist ja definitiv los. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Super. Warte mal, gucken wir nochmal, ob so ein Kennzeichen okay ist oder ob das abgelaufen ist. Das ist im August 23 läuft das ab. Okay, das wäre soweit in Ordnung. Also, was wollen wir machen? Wir werden mal eine Verkehrskontrolle machen. Die Taxifahrer haben meistens immer genug am Stecken. Fahren Sie an den Straßenrand! Die Polizei. So, moin! Fahrer. Hintergrundprüfung. Und. Warte mal, ich möchte gerade. Darf ich dich mal. Warte mal, geschwommenes Fahrzeug, geschwommener Personal? Gefällt mir sowas, weiß. Hintergrundprüfung von Sicherungsschutz. Darf ich dich nicht mal kurz radieren? Fahren? Ich will fahren, kein Blinkzeichen gesetzt. Fahrzeug. Gefällt mir. Ich darf doch nicht. Ernsthaft? Ich hätte dich jetzt gerne. Warte mal. Kann ich mal kontrollieren kurz? Im März wäre das abgelaufen. Verdammt, ich wollte den eigentlich jetzt. Ich wollte mal so einfach mal ein bisschen just for fun. Fahrer. Herbe, Dokumente. Kannst du sich schon auf Nachbefehl schon. Kein Führerschein, PA. Ich habe sie angehalten, weil unser System anzeigt, dass der Personalausweis des Fahrzeughalters abgelaufen ist. Das kann nicht stimmen, ganz sicher. Uff. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Kann auch wieder okay, Officer. Bitteschön. So. Ah, auch so gerade noch, ne? Alles klar. Na, so gerade noch. So gerade noch. So. Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. So. Die haben wir mal kurz angehalten, die Frau. Und... Es war ja soweit okay alles, ne? Es war ja einfach nur mal ein Verdacht gerade. Da Pistole ausrüsten. Ja, hätte ja sein können. Das ist einfach nur mal just for fun. So. Okay, du bist doch genau von der... Du nicht, oder? Okay. Gut. Ja, wie gesagt, das sind einfach nur mal gerade Momente, die Verdachtsmomente, wo ich mir denke, okay, könnte ja. Sicher ist sicher. So, wir haben jetzt die halbe Schicht knapp rum. Okay, wir dürfen noch nicht. Müssen wir aber auf jeden Fall im Jahr neuen Jahr sind mal auf die Kennzeichen noch ein bisschen achten. Da sind vielleicht die ein oder andere Abgaben. Ach, hier unten steht tatsächlich sogar, wie schnell die fahren dürfen. Sehe ich jetzt gerade tatsächlich. 35. Da brauche ich ja nicht mehr auf die Schilder zu achten, sondern kann mal zwischendurch gucken. So, wir suchen uns auch nochmal einen geeigneten Standort. Wie geht's? So, wo bist du? Du hast mich gegrüßt. Moin. Ja. Warte mal, du trinkst doch in der Öffentlichkeit, oder? Warte mal, das ist doch gerade klar. Festhalten. Drogenhandel, trinken in der Öffentlichkeit, trinken in der Öffentlichkeit. Ich halte Sie wegen Trinkens in der Öffentlichkeit fest. Trinken macht mich glücklich. Oh, 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 die ist ja vollkommen besoffen, die Olle. So, okay, fragen wir mal nach Person. Ihren Ausweis, bitte. Bitteschön.
Der Ausweis ist sogar abgelaufen. Wir haben sogar einen Volltreffer gelandet. Die sieht ein bisschen aus wie Miley Cyrus, wenn ich mal so ein bisschen ehrlich bin. So, okay. Verstoß bestrafen. Auf jeden Fall der PA, der abgelaufen ist. Du kriegst auf jeden Fall erstmal eine Knolle. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ach, jetzt kannst du einfach mal klar sprechen, oder was? So, auf jeden Fall, das Trinken in der Öffentlichkeit, kriegst du auf jeden Fall noch einen Strafzettel hinterher. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld von bis zu 300 Dollar für Trinken in der Öffentlichkeit. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Boah, die Alte, wenn ich ehrlich bin, die hat gerade mal 250 bekommen, wenn der Perser ausgelaufen ist, und 300 wegen Vertrinken in der Öffentlichkeit. Du kriegst aber erstmal eine Durchsuchung. Ich muss sie durchsuchen, um festzustellen, ob sie etwas Illegales bei sich führen. Die durchsuche ich doch gerne, die junge Dame. Die Miley. So, sie heißt euch. Oh. Die hat die gute Marihuana dabei. So, auf jeden Fall. Bist du festgenommen. Wegen Betäubungsmittel. Cannabis. Nee, Drogenbesorgung, warte mal, die hat doch. Die Besitzer hat schon viel zu viel Cannabis. Ich weiß gar nicht, wie viel sie darf. 28 Gramm. Ich verhafte sie wegen Mitführens zu großer Mengen Marihuana. Bitte, nein! Tja, Pech gehabt. Volltreffer gelandet. So, ansprechen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Hat's gerade gesehen, der ist durch sie durchgegangen und so, die kriegt jetzt auf jeden Fall mal. Aber ich werde sie jetzt abgefüllt. Warten einen kleinen Moment, bis der hier fertig ist. Und haben wir gut was geschafft auf jeden Fall. Und dann mal die. Alles klar? Jo. Moin. Hallo. Oh, der. Leisten Sie keinen Widerstand und steigen Sie in den Polizeiwagen. Keine andere Wahl. Also die hat auf jeden Fall schon mal ordentlich Streck, hab ich ja gut. Dafür nur ein bisschen was mit der Flasche. Sie hat mich ja gegrüßt. Sie hat mich am Anfang gegrüßt, ich habe sie ja zurückgegrüßt. Ich hab gesehen, oh, die hat ein bisschen Alkohol drin und dann hat man tatsächlich einen Volltreffer geladen. Manchmal erwischst du genau die richtigen. Manchmal erwischt man tatsächlich so ein bisschen die genau die richtigen. So, willst du jetzt irgendwie mal einladen oder soll das jetzt eine Weile gehen hier? Hallo? Guck mal, die hat nicht mal gar kein Kennzeichen drauf. Lebt der null. Aber nicht mal überhaupt die Verfolgung. Naja, egal. Willst du weggeben? Scheint wohl noch ein bisschen verpackt zu sein. Aber egal, wir haben sie ja jetzt mehr oder weniger. So, Fakt ist, haben wir die Hammer. Was machst du hier? Du spielst mit deinem Handy. So, wie gesagt, wir sollen eigentlich nur ein bisschen. Du kriegst eine Knolle. Und für das gleiche Vergehen habe ich tatsächlich auch schon mal eine Knolle gekriegt. Falsche Richtung. Mich fürs Parken in die falsche Verkehrsrichtung. Ich habe quasi im Gegenverkehr falsch rumgeparkt. Habe dafür eine Knolle bekommen von 10 Euro oder sowas. War das, glaube ich. Nichts Wildes jetzt, aber natürlich ein bisschen blöd, ein bisschen ärgerlich, aber ist halt so. Oh, das hat doch geknallt. Oh, das hat sogar mehrmals geknallt. Die sind sogar in den, das parkende Auto mit rein. Moin. Ich frage was mal genau mal haben Sie gesehen? Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. So. Machen wir erstmal. Ich also möchte Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen. Bitte. Warum passiert das immer sowas Richtung Ende der Geschichte? Hm? So, was haben wir denn hier? Perso. Oh, Perso abgelaufen. So, da kriegst du auf jeden Fall mal eine Bestrafung wegen des Persos. Verschuss bestrafen. Fahrer. PA abgelaufen. Strafzettel. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Tja, Pech gehabt. So. Alkoholtest. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind.
Ne, leider nicht. Dann gucken wir mal einen Drogentest. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. THC, der hat gekifft. So, Fahrer. Warte mal, Verschluss bestrafen. Warte mal, Betäubungsmittel. Ihre Schicht ist um, Officer. Ja, ja, ich weiß. THC, der hat Alkoholdrogenmissbrauch am Steuer. Sie sind wegen Fahrens unter dem Einfluss von Cannabis festgenommen. Bitte kooperieren Sie. Bitte, nein! So. So, dann machen wir es mal. Hallo, weißt du mal hier? Alles klar. Hier ist Ihr Unfallbericht. Es steht nichts in diesem Bericht. Ist mir scheißegal. So, festgenommen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. So, du willst auf jeden Fall mal nichts machen mehr. Hier, mach erstmal die Fotos. Ich werde mich um die verdächtige Person kümmern. Bitte kooperieren. Begleiten Sie die Polizei. Ich habe keine Wahl. So. Ich muss mal jetzt gerade eben schnell die Fotos machen, dass der... der hat einen Brieftasche hier verloren. Der ist verhaftet jedenfalls. Warum kriegst du was eigentlich immer mal kurz vor Schichtende, ja? So, der Bericht ist ausreichend. So, du kriegst auf jeden Fall mal Befragung. Was haben Sie gesehen? Dieser Fahrer scheint betrunken zu sein, Officer. Das sollten Sie sich anschauen. Okay, der ist besoffen. Der andere, der war ja unter Drogen. Warte mal kurz, bitte. Ich teste dich gerade kurz. Fragen wir mal auch was nach. Was genau haben Sie gesehen? Ich bin dieses Auto noch nicht gewohnt. Tut mir leid, Officer. Ah ja. Dafür brauchst du erstmal einen schweren Unfall mit vier Autos oder so. Fragen wir mal. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. Haben wir eine Meldung oder so? Okay. Okay. Beide sind noch in Ordnung. So, das machen wir erstmal einen kleinen Alkoholtest. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Erhärtet sich der Verdacht oder dachte er, ist nicht? Alkohol. Du bist gesoffen gefahren, mein Freund. Fakt ist, Betäubungsmittel. Warte mal, ich schätze jetzt gerade. Also, ja, heißt hier ist ja Betäubungsmittel, Alkohol, Steuer, Amphetamin, Betäubungsmittel. Amphetamin. Jo. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer. Jo. So, Verstoß bestrafen. Fahren. Fahren. Der rote Ampel hat noch nicht überfahren. Fahrzeug. Hat er auch nicht. Fahrer. Kann ich das? Okay, das ist ja das nur. Fahren unter. Verstoß bestrafen haben wir ja schon gemacht. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Scheint quasi nutzlos, aber was soll's. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. So, du kriegst auf jeden Fall schon Knolle. Das heißt, dann wirst du jetzt erstmal noch... Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. So, der Typ ist schon auf dem Auto gefahren. Das heißt, der wird auf jeden Fall... Okay, die sind soweit in Ordnung. Warte ich werde mal. Gleich bei deinem Standort sein. Führerschein. Wobei, gerade mal auf den Namen achten, nicht, dass da irgendwie doch noch gleich was falsch ist. Gleich über Wiedersehen, Officer.
Gut, passt soweit. Ich habe keine Wahl. Alkoholtest. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Nein, also Alkohol schon mal nicht. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Beides nicht. Weder nüchtern Alkohol noch sonst irgendwas. So, die suchen wir dich. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Marihuana hat sie drin. Aber da ist der Dings negativ. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. So, Fakt ist, dass die jetzt... Wir müssen jetzt tatsächlich schauen, dass wir erstmal die Autos wegkriegen. Ich check jetzt doch mal gerade wegen der Kameras. Ob ich noch mal was vergessen habe an Fotos. Aber der hier hat eigentlich auch ein bisschen was abgekriegt, der Wagen. Dann lassen wir mal jetzt mal hier abschleppen. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Jetzt müssen wir gerade gucken. Ich hoffe, dass der jetzt durchfährt. Wo kommt denn der eigentlich? So, währenddessen können wir mal Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. So, die wird das weiter. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. So, der wird auf jeden Fall jetzt mal weggeräumt. Wir räumen jetzt erstmal nach und nach die Fahrzeuge weg. Dass wir hier, Verletzte haben wir ja keine. So, der fährt. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. So, jetzt holen wir den noch schon. So, jetzt lassen wir das Auto noch schnell abschleppen hier. Da kommt der Abschleppwagen. Ich weiß, dass meine Schicht mittlerweile längst zu Ende ist, aber das machen wir noch zu Ende hier. Quasi die Unfallstelle räumen. So, der ist weg. Dann lassen wir den noch schnell abschleppen hier. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. So, der kommt noch. Dann haben wir da zumindest mal die Lücke frei. Ich hoffe, dass jetzt gleich kommt, der Abschleppwagen. Die Frage ist, wo kommt der jetzt wieder? Kommt der jetzt von hinten oder kommt der jetzt von der Seite hier? Unterwegs oder was? Ich hätte gerne mich so eine. Na, wo bleibt er denn? Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an ihren Standort. Gut, dann würde ich sagen, haben wir unsere Aufgabe erledigt.
hat das denn? Oder ist das echt nur, weil wir schon zwei haben? Weil ich würde gerne die Unfallstelle hier noch geräumt haben, schnell. Naja, wir machen mal zurück zum Revier. Wir haben die Unfallstelle ja mittlerweile schon geräumt. Ich hätte dich damit gerne kontrolliert. Ihre Schicht ist bereits seit einer Weile um, Officer. Kehren Sie umgehend zur Wache zurück. Ich bin dabei. Ach, da kommt der Schiffwagen. Hey! Warte mal, check mal das kurz noch hin. Ich weiß, dass ich hier gerade... So, wenn der weg ist, kann man nämlich den nächsten holen, dann kann man das andere Auto abstellen und dann sind wir fertig mit der Unfallstelle. Dann haben wir nämlich hier den Verkehr gerade geregelt. Tut mir leid, dass ich das gerade eure Unfallstelle hier mal war, kurz die Unfallstelle angeben muss. So, dann haben wir hier nämlich wieder alles frei. So, guck mal, da kann man sogar noch ein Fahrzeug untersuchen. Fahrer, Fahrzeug, Unterboden. Ich habe Sie wegen Ihrer Unterbodenbeleuchtung angehalten. Und? Ich fahre nun mal gerne mit Stil und das sieht super aus. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, Officer, bitteschön. Ausweis abgelaufen. Und Versicherung abgelaufen. Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. So, den werde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. So. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. So. Verstoß bestrafen, Fahrer, PA abgelaufen. Hier ist ein Strafzettel wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises. Das kostet Sie zwischen 75 und 100 Dollar. Sie vermiesen mir den Tag. Ja, du gehst mir. Ich glaube. So, Verstoß bestrafen, Fahrer, kein Versicherungsschutz. Kriegst noch einen dazu. Hier ist ein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Tja, Pech gehabt. So, Verstoß bestrafen, Fahrradzeug, Unterbodenbeleuchtung, kriegst du mich noch hinterher? Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der Unterbodenbeleuchtung aus. Macht bis zu 200 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Tja, wird gerade arm. So, machen wir nochmal einen Test schnell, weil er betrunken okay, ist. Der kann wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Und du bist sogar noch besoffen gefahren und damit ist das Thema gegessen. Handschellen anlegen, Betäubungsmittel, Alkohol am Steuer, Alkohol. Ich muss Sie wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festnehmen. Dieses Gesetz ist wieder. Was? So, Verstoß bestrafen. Fahrer kann ich nicht bestrafen, okay. Oder kann ich da somit? Nee, kann ich nicht. Aber ich werde ihn verheften. Die Handschellen kommen ab. Oh nein, danke. Das war keine Absicht, das wollte ich eigentlich tatsächlich. Ich wollte eigentlich da noch die Handschellen anlegen. Wisst ihr was? Heute ist der 1. April. Spaß beiseite, nein, der kriegt natürlich jetzt. Ich muss sie wegen Trunkenheit am Steuer festnehmen. Bitte, nein! Ich weiß, dass bei der Schicht beendet ist, das ist auch der letzte, was ich heute mache. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. Tschüss. So. Und der letzte, der jetzt noch abgeschleppt wird, wird der hier. Fertig. So, jetzt machen wir zurück zum Polizeirevier.
Ja, wir haben heute sehr, sehr lange gemacht, muss ich zugeben, aber das ist halt manchmal so. Eigentlich wollte ich immer nur eine Viertelstunde. Ja, ja, ich bin dabei, ich bin da schon. Oder kann ich das per Dings machen? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Ich hatte gedacht, ich kann da vielleicht mehr. Dass ich dir zurückbringen. So zurücksetzen kann. Nein, kann ich nicht, leider. Aber egal. Wir gehen zurück zur Polizeiwache. Und machen heute jetzt Feierabend. Also wir haben sehr, sehr viel gemacht. Wir haben Unfallstelle komplett geräumt. Wir haben besoffenen Fahrer gemacht. Alles klar? Ja, ja, alles gut. Bombi. Ich wiederhole, kehren Sie jetzt zur Wache zurück, Officer. Ihre Schicht ist um. Hallo. Bin dabei. Oh Mann, dann müssen wir doch da so lang, oder was? Ich laufe hier gerade so ein bisschen kreuz. Ach Mann, meine Fäsche. Nee, alles gut. Wie gesagt, es ist natürlich manchmal so, dass wir ein bisschen was zu tun haben. Ja, wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel Gutes getan. Wir haben einen Typen. Wow, Alter. Ich wurde gerade fast überfahren. Ein bisschen erschrocken, muss ich zugeben. Ja, wie gesagt, die Dame, die wir da eingebuchtet haben, weil sie halt gesoffen hat. In der Öffentlichkeit, aber weil sie eigentlich komplett betrunken und sie war halt auch noch Drogen mit dabei und. Also, wir haben viel zu tun gehabt, dann den Unfall halt noch. Das hat einfach extrem Zeit gefressen. Vielleicht sollten wir generell einfach ein bisschen die Schichtlänge hochstellen. Hallo? Als Streifenpolizist hat man niemals wirklich dienstfrei. So, jetzt machen wir Feierabend für heute. Das ist ziemlich gerade feucht, dass die den Anfang weggeschmissen hat. Und damit das dann noch reinkommt, das ist. Aber wir kriegen auf jeden Fall sehr, sehr viel wahrscheinlich an Dings. Ja, hier natürlich sehr, sehr viel. Unfall hat natürlich extrem viel gebracht. So. Gut. Wir machen Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal für die Schicht vielleicht was hochstellen.